Hi Leute, ich melde mich ganz kurz vor dieser Folge mal kurz zu Wort. Ich habe diese Folge komplett verkackt. Ich wollte das Ganze jetzt nicht nochmal neu aufnehmen, denn es war doch ganz schön cool, was da alles passiert ist. Und ja, ne, ich habe auch lange aufgenommen und als ich einfach beendet habe, so, dann sehe ich, oh, scheiße, alles asynchron. Ja, ne? Sound mit Spiel. Das ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich weiß nur, dass es passiert ist. Also, XXL-Folge The Forest, gönnt euch. Aber asynchron. Mir egal, schaut, es dauert lange. Wir haben Megan, nee, weil ich spoiler gar nicht, was wir gemacht haben. Jetzt habe ich schon gesagt, ey. Egal, schaut einfach. Ihr wisst asynchron. Schaut. Leute, wir kommen zurück zu einer Folge Let's Play The Forest mit euren Hiroki. So, Schlüsselkarte. Kann so dann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Okay. Wir werden es gleich ausprobieren, denn wir haben ja an der Yacht noch eine Tür, die man nicht öffnen kann. Und mal schauen, wozu die ist. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal hier so ein. Sorry, dass du sterben musst. Also nicht sorry. Sorry, no sorry. Aber ich brauche dein Fleisch und ich möchte dich erstmal anmachen. So, brennen. Und wir... Ah, da war da keine Kill. Da. C. Jetzt liegt das Köpfchen da die ganze Zeit rum. Boah, ich hoffe, das wird nie Kim sehen, das Video. Weil ich nenne sie immer Hase und dann sind die Verbindungen, die gar nicht existieren. Dann denkt die auch, ich würde Genick brechen, köpfen und dann ins Feuer schmeißen. Und während ich... während sie ja schon guckt, die mich ganz böse an. So, essen. Auf! Warte mal, es hat doch hier in der Forest geregnet und wir haben ja hier schon so ein Ding. Kann man hier trinken? Warum kann ich hier nichts trinken? Es hatte doch geregnet. Da müssen wir so eine Limonade trinken. Auch gut. Aber wir sind doch schon hier, du bist was geschafft schon. Bin dann mal gespannt, ob das wirklich so effektiv ist, die Dinger hier. Weil echt keine Ahnung, ob sich die überhaupt lohnen. Aber jetzt können wir dann gucken. Wir können mal kurz unsere Falle auch nochmal anschauen. Aber wir können auch mal zwei Fallen rauslegen, oder? So oft wie unser Boy Hunger hat. Und zack. Ein Stock zum Neuaufbauen. So. So, ich will gerne so eine Falle haben. Da. Hasenfalle. Ja. Nee, nicht direkt daneben. Aber so in der Nähe. So. Aber mach mal die Dinger jetzt hier weg. Der Stecker. Aber 31 geht schneller, als ich dachte. Aber by the way, jetzt neben der Falle, jetzt wo es einfach auch dunkel zu werden, unser Ziel ist ja jetzt, auch für die Schlüsselkarte tatsächlich eine Verwendung zu finden. Das heißt, wir gehen dann mal auf die Yacht, sagen der Yacht mal Hallo. So.
Und dann gehen wir in diese Höhle, die wir gefunden hatten. Dieses ganz große Ding. Ja, Windows 10, was möchtest du denn gerne? Nö, ich will jetzt nichts, was Neues gratis spielen. Nö. Bin mit so voll zufrieden. Okay, schlagen wir die Map mal auf. So, in die Richtung geht's Richtung Yacht, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, es geht einfach nur Richtung Anker. Ah ne, hier auf der anderen Seite wahrscheinlich. Okay, der hat mich zum Glück nicht gesehen. Das ist sehr gut, dass die mich ein bisschen in Ruhe lassen. Oh, jetzt wird's dunkel. Wir haben ja letztens gesehen, dass man, das ist auf der Yacht, auch jetzt eine Tür gibt, die verschlossen ist. Ja, guck mal, dieser Schlüsselkarte auch diese Tür öffnen kann. Ansonsten gibt es entweder zwei Schlüsselkarten oder man kann vielleicht die mit der Karte von diesem Labor öffnen. Keine Ahnung, ich habe soweit das Spiel noch nicht gespielt gehabt. Ich schweige jetzt, das Spiel das allererste Mal durchgespielt hatte, wart ihr live dabei. So, kann man euch köpfen? Ja. Oh, ja, ne? So, von hinten kommen wir rauf. Wir schwimmen dann direkt hin. Das wunderschöne Boot. Jawohl. Money, Geldcoins, so Zeug, Schokoriegel. Ey, ich kann dich nicht öffnen. Brauchen wir was anderes oder was? So. Die können wir jetzt nur einmal pennen. Nee, wir gehen jetzt einfach gleich Richtung dieser Map. Ich glaube, wir brauchen dann diese zweite Schlüsselkarte, um hier tatsächlich ein, ja, irgendwie weiterzukommen. Nee, wir wissen ja, wo der Eingang ist. Und wir haben ihn auch, wenn wir dort sind, auch sehr gut markiert gehabt. So, ganz auf der anderen Seite. Da, auf der Seite der Höhle. Ja, wir rennen erstmal nach Hause, sozusagen, nochmal. Aber ich muss halt wissen, ob man das so öffnen kann. Sagen sie mein Haus in Ruhe lassen. Können sie ja rennen, wo sie wollen. Map. Map heißt Karte.
So, in der Richtung laufen wir doch in eine sehr gute Richtung. Hui. Oder ist das die gelbe Flagge schon? Könnte auch sein, dass die gelbe Flagge ich das schon markiert hatte. Ich sehe übrigens gerade, dass wir nicht mal Rüstung haben. Das ist gefährlich. Nein, das könnte wirklich die gelbe Flagge sein. Das kommt doch sehr gut hin. Hier ist kalt und du bist nass. Brauch ein Feuer, um dich zu wärmen. Naja, kann ich auch später machen. So, hier in so ein Home können wir doch mal so ein Feuer setzen, oder? So, hier lässt sich doch schön. Hier, so mit dem Stuhl. Das will ich mit mir vereinbaren, auch im echten Leben. Wenn hier schon ein Stuhl ist, dann habe ich auch eine Gelegenheit zum Sitzen. Kann ich noch draufsetzen? Nö. Ah, ich kann umkippen. Ja, wo man jetzt die ganze Zeit warten, bis Tag ist. Ich glaube, das ist ja auch langweilig für euch, oder? Es regnet sogar hier durch. Da hinten sind Mutanten. Die habe ich ja gar keinen Bock. Na, ich brauche einfach zur gelben Flagge laufen. Passt schon. Kann ich auch, das ist Feuer nutzen, ist für Wärmen. Ja, kann ich auch, oh, sehr gut. Hier, wärme dich an diesem Feuer. Wir sind eh gleich da. Ja, wir sind jetzt direkt davor. Sehr gut. Katana. Taschenlampe. Und rein in das Vergnügen. Das wird ein Spaß. Essen wir erstmal was. Ich
Ich hoffe, dass hier diese Menschen, nenne ich die mal in Anführungszeichen, noch am Leben sind. Weil ich dadurch noch ein bisschen Rüstung machen könnte. Nee, das wollte ich nicht. Ich brauche jetzt einmal die Axt. Warte, was sagt mir ich bin weg. Wir haben unmöglich alle Höhlen entdeckt. Katana! So, genau, hier nach unten und dann müssen wir gleich auch da sein. Genau, hier hatten wir gegen die Mutanten dann epischen Kampf. Wenn wir hier runterfallen würden, sind wir instant tot. Ja, wie groß das ist aber auch. Da können wir auch gleich so runterklettern, okay. Ich würde sagen, gehen wir so runter. Und weiter. Wir gehen richtig in die Tiefen, in die Hölle. Aber als wir vorhin Emre, Hubert und Günther auf den Haufen sahen, diese Mutantenhaufen, da will ich ja gar nicht mit kämpfen. Und vor Günther habe ich ehrlich gesagt am wenigsten Angst. Obwohl, was heißt Angst? Ich respektiere jeden Mutanten, weil die echt enorm stark sind. Das ist Batterie, ne? Okay. Guck, hier sind unser Feuerchen. Hier nach unten. Eieieiei. Hast du uns gesehen? Ja, da. Ah.
Nutzen wir gleich die Gelegenheit und machen wir hier so ein kleines Feuerchen. Und machen uns noch ein bisschen Rüstung. So. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie drauf zu gehen, nur weil ich irgend so einen kleinen Fehler mache. Oder einfach irgendwie übereifrig bin. Oh, wir können uns tatsächlich noch zwei Bomben machen. Oder Molotows. Aber werden wir die brauchen? Ich glaube schon. Nur Bomben oder Molotows? Was werden wir eher brauchen? Ach, da warten wir noch ein Stück mit, oder? Na, mal schauen. So. Ich fühle mich jetzt noch nicht so extrem sicher, aber auf jeden Fall sicherer als vorher. Weil jetzt können wir zumindest so einen Babyschuss, wenn er uns anspringt, auf jeden Fall mal erstmal überleben, falls wir irgendwo festhängen oder so. Da gibt es so viel Mediziner, können wir gleich mal eine nehmen. Und eine aufnehmen. Ha. Oh, es läuft nicht gut, es läuft nicht gut. Alter, ich habe mir die ganze Rüstung wieder down bekommen. So, hier hinten hatte ich irgendwo mein Feuer. Oh, so weit weg, nee. Ach, alles Katastrophe. Du Idiote! Er legt sich nicht mit jemandem an, der stärker ist als du. Das ist ein weiser Rat. Von einem weisen Mann. Eieieiei. Ey, der wiegt schon wieder sein Bein da so. Brennt alle! Mehr Feuer! Könnte der aber auch gleich nochmal so ein Kaninchen drauflegen. So. Cockt mal alle zusammen. Cocking. Versteht er? Cocking. Thank you.
Gutes Fleisch, Jungs. Wir haben 3 jetzt. 4 kommen wir doch nicht so weit. Egal. Rüstung ist Rüstung. Rüstung ist gut. Rüstung ist fabelhaft. Oh, ist alles nicht gut. Da ist ein Mutant. Ich will die Babys. Oh, da haben sie schon. Sehr gut, komm her. Spring! Sag, ist noch Mutant hinein. Die müssen aufpassen. Wir hören ihn schon krabbeln. Ich weiß noch, bis diese kleinen Dinger hier springen. Dann töten wir sie nach und nach. Okay. Werden wir wahrscheinlich nachher noch brauchen. Aber mit jedem, was wir umbringen, scheint das Ding saurer zu werden. Eigentlich wegspringen, wir sind hier, du. Vieh. Da ist es. Weil es sind 2 von diesen Dinger, ja, das ist schon hochassi. Ja gut, dass wir uns zumindest 3 Rüstungen gemacht haben. Ach, ja. Das ist eine Challenge hier. Provozieren wir es. Komm! Es rennt weg. Oh. Da ist das kleine Vieh. Unsere Lampe ist aus. Warum ist unsere Lampe aus? Das gefällt mir nicht. Ich wüsste, wie man so ein. Was habe ich denn jetzt da gecraftet? Schneeschuhe. Alles klar, das wollte ich jetzt nicht erreichen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, Leute. Echsenhaut. Ich dachte, ich wüsste jetzt, wie man einen Bogen macht. Jetzt haben wir aber so welche Schuhe. Okay. Das ist sehr stark im Blocken. Axt, lass mich nicht in den Stich.
Hier sind wir. Wir haben ordentlich eine mitgegeben. Machen wir gleich nochmal. Die Feuerachse ist gut. Oh, ein Krabbler kommt. Zuerst die Krabbler. Immer ganz wichtig, die Krabbler sind alle sterben. Wie viele gibt's davon? Da ist noch eins. Legen die Dinger irgendwie, diese Viecher irgendwie irgendwo hin, dass sie immer wieder kommen oder was? Yo, Mama mia! Soll man sterben? Ich bitte darum. Jetzt haben wir keine Stöcker mehr, ne? Ah, oh, goddammit. Obwohl. Wo geht's denn hier hin? Wir haben ja Hubert 1 von den 2 ja schon Schaden zugefügt. Und diese Babys gehen halt übelst auf die Nerven. Muss mal eben gucken, was wir da auf der anderen Seite haben. Nö! No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Auf den habe ich ja mal gar keine... Obwohl, der gibt Rüstung. Weil der macht mir wahrscheinlich eher mehr Rüstung weg. Ah, no, sir, auf jeden Fall. Damit legen wir es nicht an. Gott, oh Gott, oh Gott. Alles nicht gut. Wenn wir jetzt eh zum Feuer gehen, nehme ich dich gleich mit. Ich bin schwach. Bitte tu mir nichts.
Ah, die können da ja auch noch diese so Zähne dran machen, ne? Ach Gott, diese Hubers machen mich kaputt. Kannst du mal zerfallen, bitte? Das wäre voll nett. Du bist keine normale Katastrophe. Okay. Machen wir mal weiter. Hat uns gesehen? Da ist es. Ja, komm her, wenn du uns gesehen hast. Oder hast du Angst? Liegen echt Babys. Oh ja, da kommt das zweite. Aber der positioniert sich auch kacke. Ja, gegen ihn zu kämpfen ist besser. Oh, jawohl, jawohl. Einer von den Freaks. Ein Freak und ein Grabbler. Der springt gleich, der springt. Noch so ein Freak? Du siehst grusel... Oh, mir ganz Rüstung kaputt gemacht. Mir ganz Rüstung kaputt gemacht. Alter. Ich habe gerade die Windows 1-Rast-Funktion aktiviert. Das ist nicht gut. Nein, möchte ich nicht. Danke sehr. Oh Gott. Alter, der macht so viel Damage. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Glaubt ihr, wir schaffen das, uns da irgendwie vorbeizusneaken? Hey, der hat noch vorhin noch einen umgebracht. Ja, komm.
Hubert, du willst es wissen, wa? Dann komm her. Warum gehst du aus? Arschlochachs. Oh Gott, das war nicht gesund. Scheiße. Da war so ein Krabbler. Das wird jetzt hart. Nicht euer Ernst jetzt, oder? Ah, der zerfällt mir noch, okay. Das ist anscheinend auch die letzte Rüstung, die wir haben werden. Wir müssen jetzt einen Plan haben. Ohne Plan kommen wir nicht wirklich voran. Da kommt er nicht durch. Okay. Oh, ist okay. Weil mich gerade frage ist, wenn wir auf der anderen Seite sind, beim zweiten Hubert, ob wir das überleben. Ich überlege, die beiden einfach in Ruhe zu lassen, einfach abzuhauen. Irgendwie da durchzukommen. Müssen wir versuchen. Pass auf. Hubert, bleib mal da in der Ecke, bitte. Taschenlampe ist doch ein bisschen besser, diese Viecher da zu sehen. Kann mal gruselig aus. Das gesehen, hat irgendwas gemacht. Ich hab mich.
Bleibt jetzt auf mich fokussiert? Aber es kommt hier nicht hinter, das ist ganz cool. Ich wünschte, ich wüsste, wie man sich einen Bogen macht. Das wäre was Cooles. Ich hätte so gern mal einen Bogen, ohne Scheiß. Ein Dritter. Alter. Mach mal Lampe aus, bitte. Okay. Links ist ein Dritter, Hubert. Hört sich nicht gesund an. Mama mia Santa Maria. Nee, Mann. Bleib du da, wo du bist. Alter, die sind ja mega aggressiv. Die wollen mich ja auch nur noch tot sehen. Weil ich aber kann auch jetzt keine Bomben irgendwie herzaubern. Halt davon durchrennen. Es sind drei Stück, Leute. Oh, geht hier nirgendwo hin. Oh, nur hier. Hoffe ich. Oh, bitte lass ein Ende sein. Ich habe keinen Bock, gegen diese Huber zu kämpfen.
Jawohl. Vor allem das Wichtigste, eine Speichermöglichkeit. Oh, haben wir viel erlebt jetzt gerade schon, ey. Wir haben einen Bogen. Jetzt haben wir ihn. So, das habe ich schon mal gesehen. So. Machen Sie mal ein Feuerchen. Feuer. Ja, ne, reden wir mal so ein Ding drauf hier. Die Stöcker nehmen wir alle mit, die wir hier finden. Und der Bogen, das ist ja schön. Lange uns nichts versucht, was umzubringen. Aber schon krass, wie ich die ganze Zeit rumweine. Hm, kein Bogen, kein Bogen. Was finden wir hier? Bogen. Das ist ganz cool. Soll es hier weitergehen? Nee! Nee, wir kriegen da keine 1000 Pferde zurück. Echt jetzt? Kann ich brennbare Pfeile machen, wa? Okay. Wir haben einen Bogen. Eine sehr nutzvolle Waffe gegen die. So, wir gehen dann zu einem sicheren Punkt. Okay? Von dem sicheren Punkt aus werden wir Badass uns ausrüsten und dann versuchen, mit dem Bogen umzugehen. Wir haben 30 Schuss. Rüsten die auf diese Feuerdinger und ich hoffe, dass sie mir elendig wegbrennen. Das kann was werden, Jungs. Hallo! Scheiße, ich dachte, er klärt sich die runter und fällt dann hier so ins Wasser. Ha, das wäre ja voll cool.
komm. Komm hier ins Wasser. Komm ins Wasser. Der hat Angst. Der sieht, was ich vorhab. Glaube ich. Aber komm, wir rennen. Alles oder nix. So, Schritt Nummer 1 erzielt. Warum immer jetzt die ganzen Huberts töten, weiß ich ja trotzdem nicht, wo lang es geht. So, wir machen weiter. Jawohl, jetzt geht's los. Das funktioniert zu gut. Okay, das Treffen, Zielen ist noch ein bisschen schwer. Das ist ein anderer. Ja, wann bist du tot? Oh, jetzt geht's aber los. Einer ist tot. Einer ist tot! Hey, du Ekelpaket. Auf, die sind tot. Zwei tot. Alter, wir haben zwei getötet. Wie cool ist das denn? Wenn das mal nicht die mächtigste Waffe EU-West ist. Ja, Hubert, wer ist jetzt am dickeren Hebel?
Nee, auf deine Schwung brauche ich nicht. Oh. Hallo, Mr. Baby. Wieso geht's hier nirgendwo lang? Aber irgendwo hier muss es doch lang gehen. Da ging es aber nicht weiter. Ich meine, wir können noch mal gucken, aber... Hätte schwören können, es würde es hier nicht weitergehen. Ah, hier, da, gerade ist der Blocker weg. Ich bin stolz auf uns, aber wir ein paar Minuten gekillt haben. Aber hier gibt es keinen weiteren Weg. Oh. Achso, hier geht's nicht. Ich dachte, das hier wäre voll der Secret Way, Weg. Ja gut, dann nicht. Kann ich die auch so aufmachen? Nee. Oh Gott. Wir speichern. Alter Falter, macht mich das fertig. Hier geht es ja auch nirgendwo lang. Nee, ich glaube, es ist einfach nur so ein Punkt, wo man hier diesen Bogen findet und dann alles super. Naja, aber auch wenn das einfach nur eine Höhle war, um diese moderne Ding, dieses moderne Ding zu finden, ist cool. Ich denke, dass der Bogen auch die beste Waffe gegen Mutanten ist, weil Nahkampf ist echt ein No-Go. Was ich mich jetzt als nächste frage, ist, kann man Alkohol herstellen? Also, in so V-Wiss meine ich. Würde mich mega so brennend interessieren. So, wir machen jetzt mal hier unser Feuerchen nochmal an, wärmen uns und dann gehen wir mal da lang, wo Hubert war. Vielleicht ist ja da ein bisschen was, wo man weiterkommt. Hoffe ich.
So, Günther. Günther wartet da vorhin schon sehnsüchtig auf uns. Ich mache meine Pfeile schön heiß für dich. Nee, aber scheiße, die brennenden Pfeile sind besser als Molotow oder alles, was man sich vorstellen kann. Oh, wir haben noch einen. Ah, das ist nicht gut. Ich hab eine Idee, wir machen jetzt hier Krach. So, der ist ja jetzt unten. Kommt er hier hoch? Genau, das habe ich mir fast vorgestellt. Da kommt hier nicht hin. Ja, ne? Damit können wir uns wärmen, haben wir ja festgestellt. Ich glaube, wir finden auf jeden Fall noch ein bisschen Alkohol, weil es ist einfach zu gut. Also, aber so ist es sehr effektiv. Noch einer zu hören, oder was? Komm her. Das ist einfach zu gut. Oh. Ah, ich kann dich einfach abballern damit, oder? Dann gehen meine Dinger ja nicht kaputt, diese guten. So. Idiote. Nee, das will ich eigentlich nicht haben.
Kann ich noch was an dir abtrennen? Nee. Alter. So, wir haben zwei Günthers und zwei Huberts getötet. Wir sind schon mega geile Ficker gerade. So ein Höhlending. Gehen wir mal weiter. Hallo Kollegen. Alter, Eis- und Rüstungsteil ist schon weg, was ist das? Ah, egal, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles läuft sehr gut. Ja gut, ich soll vielleicht das Feuer anmachen vorher. So, jetzt recken wir kurz eben den dritten in den Mund. Junge Dame! Sehr gut. Kannst du auch noch mal verbrennen. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Feuer rein, damit das richtig anfängt zu lodern, hier das ganze Zeug. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, haben wir gleich nochmal drei Skelettrüstungen, dreimal Mutanten. Alter, das ist mega gut. Sind wir ja schon laufender Panzer gleich. Jetzt kommen noch gleich zwei Emeris fertig mit euch und dann... Mal schauen. Nächstes Level sozusagen. Ich würde sagen, ist hier zu oder was? Okay.
Wir haben unser Ziel erreicht, Leute. Wir haben unser Ziel jetzt gerade erreicht. Wir kommen, Leute. Im Loch. Jetzt wird die Sache ernst. Ein Helikopter? Das Echo, hört mal. Wie, uns fehlt ein Stock. Scheiße. Ich habe irgendwas gelootet. Was ist denn du? Ein Messer, okay. Brauche ich nicht. Hab mein Katana. So treffe ich die nicht mit Bogen, was ist das? Okay. Ich bin hier, du Arschloch! Ich kann an die vorbei, sobald sie auf mich zurennen. Nur ins Wasser. Nur ins Wasser, Boys. Ins Wasser, dann ist alles gut. Nur ins Wasser. Und tschüss! Ihr hässlichen Viecher! Ich bin weg! Auf nimmer Wiedersehen! Oh, ich hoffe, unser Wasserding reicht. Kommt schon, das wird es. Wir schaffen das, wir packen das.
Dazu habe ich dich, mein Stock. Damit wir nicht kaputt gehen. Also nicht erfrieren. Der war easy. Da-dum, 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 da-dum. Oh, kann ich das noch so machen? Oh. Geil, schenkt mir noch ein bisschen mehr. Sehr gut. Die Spannung ist da, die Spannung steigt. Wo werden wir enden? Wo werden wir rauskommen? Wo ist eigentlich Taschenlampe? Ah, okay. So geht das also. Okay, verstanden. Warte nur, bis ich einen Stock finde, dann sehe ich hier drei weitere Rüstungspunkte, dann sind wir voll. Huh?
Ist tot, okay. Als ob ich da neben diesen Organberg, Organgewebe schlafen möchte. Nur über meine Leiche, obwohl nicht über meine Leiche, aber halt sehr ungern. Okay, Leute, die machen wir dann aber erst in der nächsten Folge weiter, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein, euer Rookie. Ciao. Hallo, Leute. Und willkommen zurück zu Sephorestos an dieser Wand. Und wir öffnen diese Tür. Es wird geladen. Ich habe ein Standbild. Ihr auch. Ah. Very great. So, wir sind hier. Mal gucken, ob sich hier noch irgendwas verändert hat. Es war ein harter Kampf hier. Gegen viele Mutanten. 6 Stück. 2 Emrys, 2 Günthers. Und. Die Knochen sind gut. Da haben wir gleich noch mehr Rüstung. Ah, wir sind ja gleich voll gedingst mit Rüstung. Können wir das Licht eigentlich ausmachen, wa? Jo, eigentlich können wir das machen. Geht die auf? Nein. Okay. Dann halt nicht. Okay, wir sind ja jetzt im Labor. Ja, ich hoffe, hier hat sich nichts verändert. Oder wäre eigentlich cool, wenn. Lass uns einfach mal überraschen. Noch ist ja alles beim Alten. Ja, wir können hier mal ein bisschen ausruhen, ein bisschen Pause machen, ja. Oder hier auch Pause machen, ha! Wir sind aber nicht hier, um Pause zu machen. Oh, sieht aber lecker aus. Ey, können wir unser Inventar auffüllen? Damit. Jawohl. Komm, machen wir so viel, wie wir können.
Mal gucken, wie wir unser Inventar noch tragen können. Okay, Limonade ist schon voll. Oh, er war schon. Ach, guck mal, liegt doch noch daneben nochmal Geld. Oh, noch ein bisschen was trinken hier. Piepen ein bisschen was. Ja gut. Ihr wisst ja noch, wie das war, als wir das letzte Mal hier waren. Letztes Mal war nicht so viel Erfolg mit Rüstung und so ein Zeug. Können wir hier weitergehen? Ah, aber hier ist nichts, okay. Flaschen Alkohol finden. Warum rüstest du nicht hier die guten Pfeile aus, Dude? So, geht, ne? Ja. Da sind sie. Komm, springt ihr! Eins tot! Er ist eine Flasche gewesen, das sah voll so aus wie. Ganz, ganz komische Geräusche überall. Wieso habe ich jetzt ein Standbild? Oh, der ist Mutant. Die leben auf jeden Fall alle nicht mehr. Günther. Ich hätte nur zwei Stück auf. Okay. Ist nicht so duff wie deine Freunde.
Alter, noch ein Rüstung-Ding und wir sind hier wirklich voll mit Rüstung. Hier ist so ein Ding tot. Kann ich mit euch noch irgendwie interagieren? Nee. Das sind einfach nur zwei Koffer, die als Deko in der Ecke sind. Hier ist gerade nix. Oh, das sieht ganz, ganz komisch aus. Boah, stell dir mal vor, dieses Ding, das würde... Das Augen. Zum Glück blinzelt das Ding nicht mehr. Boah, stell dir mal vor, das Ding würde draußen im Wald sein. Das wäre ja doch eine sehr krasse Katastrophe. Ein Radio. Da. Megan Cross. Virginia, haben Sie. Okay, interessant. Hier wird ein Video abgespielt. Okay. Ist hier nichts mehr zum Looten sonst? Nee, nicht? Okay. Wie ich den Drang habe, hier alles zu untersuchen. Ach komm, ich muss ein bisschen hinsetzen, ein bisschen Energie zurückzubekommen. Ja, die Zeit muss man ja haben, ne? Er weiß, dass eine Tür ist. Aber die Tür macht nicht auf. Hier, ich hab die aufgemacht. Du Idiote. Hier. Oh, das sind kleine Dinger. Wie wird's los?
Vor allem, ich dachte so gleich, vielleicht Rüstung fertig und voll und so, aber so auf jeden Fall nicht. Guckt ja, wie das sich da versucht, zu uns zu kommen. Ich muss dein Leben leider beenden, weil du sehr, sehr gruselig bist. Oh, wartet. Da ist ein Moos. Wir haben noch 15? Ich muss mit der wertvollen Munition mal aufpassen. So. Daddy's dead. Okay. Kann man sich eigentlich die Kassetten auch anschauen? Irgendwie so oder so. Warum Videorekorder dafür, wa? Naja. Oh, hier geht's auch noch ein, oder? Wenn die Babys überall noch gehalten. Na ja, gut, fangen wir mal an mit dem Trauerspiel. Tibi. Unsere Hand. Sieht ja schon alienmäßig aus. Geht ja so eine Narbe beim Gesicht. Ich denke, wenn es erwachsen ist, sieht das mega cool aus. Haben den Gefallen getan. Sieht aus gar. Spielzeug. Keine Ahnung, woher ich das habe, aber hat mich dafür dich. Ich weiß auch noch, wie meine Theorieküche damals hier übergegangen ist. Standbild? Oh, es geht. Ich frage mich aber inzwischen, ob man sich hier selber auch opfern kann. Na, wahrscheinlich nicht. Weiter geht's.
Du bist tot, okay. Noch 10 Sätzen, oder wir mal alles seit der Welt. Wir kennen den Raum zu gut, Leute. Ach ja, ja, wir noch damals in der dritten Season. Ha, ja, Megan, hallo. Grüß Gott, sind wir hier. Können wir euch aufmachen? Nein. Ihr seid Dekoration. Und jetzt geht's los. Junge Dame. Hallo? Ist in Plastik eingewickelt und blutig. Wir haben voll die Lackschuhe an, ey. Lackschuhe! Wie sagte ich damals? Armlänge Abstand. Und los geht's. Okay, Megan. Oh ne, es legt Eier! Nö! Oh, können wir drüber springen oder was? Als ob wir nicht getroffen haben. Als ob hier eine Sackgasse ist. Ah,
Alter, was hab ich nicht treffe? Schnell das Ding ist. Nicht normal, was du gerade gemacht hast, du Beyblade. Und langsam kannst du bitte auch mal kaputt gehen. Oh, Katana Matana, lass mich nicht im Stich. Oh oh. Das ist nicht gut. Da hält mir viel zu viel aus, Megan. Als ob ich nicht getroffen habe. Oh, Gott sei Dank. Erstmal die ganze Pfeile sammeln. Eine Medizin nehmen. Ah, ich kann nicht, weil ich Megan in der Hand habe. Ah, okay. Eieieiei. Okay. Babys, ihr krabbelt euer Ding da. Ich bring mal eure Königin weg. Ihr komischen Viecher. Ich komme nicht auf klar, dass wir die gerade mit Lackschuh gekämpft haben. Mit so fein angezogen, wie wir sind, und roten Anzug. Ach. Also, wir haben so einen blauen, also einen schwarzen, okay, schwarzen Anzug. Error. Gab's hier noch etwas zu looten? Nee. Okay, rennen wir mal ganz schnell zurück. Mit diesem Monster in der Hand. Maximale Gönnung.
lebendes Objekt. Ein lebendes. Wie soll man denn hier jetzt noch ein lebendes Objekt herkriegen? Taschenlampe. Oh, guck, unsere Hose an, wie die ja auch voller Blatt ist. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit, diese Schwimmen, weil so viel Luft haben wir auch nicht mehr. Sieht krass aus. Frage mich, was es da unten gibt. Scheint aber besonders zu sein. Da gibt's hier unten etwa gar nichts. Hier unten gibt es tatsächlich gar nichts. Na gut. Sah halt nur so besonders aus. Naja, schade. Kann man nichts gegen tun. Auf nach oben. Taschenlampe leer. 6%, deswegen bist du so scheiße gerade. Wieder im modernen Teil.
Genau, ihr seht ja gesund aus. Okay. Meine Güte. Ist ja schlimmer als McDonald's hier. Ich guck gerade nur, ob es hier noch irgendwas zu looten gibt. Kann ich Lichtschalter betätigen? Nee. Ja, wohl, hier ist noch ein Gamer seines Lebens. Schon Hammer irgendwie, also ich meine. Ja, auf diesen Kopf will ich mich nicht setzen. Aber mit diesem Stab oder was? Wie aber auch alle ordentlich da irgendwie auf den Haufen gelegt wurden, ey. Das ist krank. Erstmal einen Schluck trinken. Dann noch einen Kaffee. Danke sehr. Ja. Okay, ne? Scheint auf jeden Fall lustig gewesen zu sein. Ich habe die Dinger nie benutzt. Braucht man auch nicht. Aber damit in die Yacht rein können? So, jetzt sind wir hier oben. Auch krass, dass wir das hier von außen irgendwie nicht sehen können. Jawohl. So, ah ja, das Ding ist neu, genau. Das Ende hatten wir noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen. Kann man hier unser Haus irgendwo sehen? Das Loch. Von hier oben sieht die Insel voll klein aus. Unser Haus. Wo müsste denn das sein? Müsste man eigentlich sehen. Naja, oder auch nicht. Ja, mal gucken, was wir hier haben. Wie mit unserem Smoking. Oder Agentenanzug.
Nein, ich will nichts gratis. Aber danke der Nachfrage natürlich. Standbild, Standbild, Standbild. Mal gespannt, wo wir jetzt landen. Wir können unterwegs nochmal einen Snack essen hier. Vor zwei. Bin hungrig. Brauchen wir zwei Wege? Ich hasse es, wenn es zwei Wege gibt. Bin mir schon wieder kalt. Ach, Yusaka, so, okay. Gibt nur einen Weg, das ist sehr gut. Bin ich zu weit geschwommen? Hä? Sackgasse? Also von hier kommen wir. Hier ist Sackgasse. Hä, war ich irgendwie doof oder so? Hier geht's nochmal runter. Okay. Gucken wir uns mal die Sache hier an. Dynamit. Noch mehr Dynamit. Das ist gut, das ist guter Loot. Was ist das? Wieso kann ich da hier nichts reinlegen? Hier, da, Karte. Hier, da, andere Karte. Was ist das? Fühl da rein.
Hier, da. Puh. Hä, was soll ich denn haben, um da irgendwie reinzukommen? Ich muss ja irgendwas reinmachen, aber was? Irgendwas Dreieckiges? Wüsste aber auch nicht was, um ehrlich zu sein. Oder gehen da wirklich nur Steine? Wo kriegen wir jetzt Steine her? Normalerweise lagen die mich immer daneben. Nur jetzt gerade nicht, okay. Belastend. Belastend. Kann ich hier mal so Kaffeebälder drauflegen? Den Stiefel und jede Menge Medizin. Ja, komm, ess halt noch mal so einen Snack. Hier ist ja noch ein bisschen was. Ich halte Ausschau nach Steine übrigens. Ah, das muss ich freispringen hier. So viel Dynamit. Oho. Okay, wir sind draußen. Hier, wir wollen ja nicht erfrieren. Hier, wo kann ich dich nicht looten, du Stein? Pass auf, warte mal, ich will das mal ganz kurz hier markieren. Was ist eigentlich dieses SOS? Was ist das? Ein Auto? Hund? Hund? Das ist cool.
Wo kann ich denn jetzt hier so... Ach komm, ich setze ja mal so ein Ding hin. Steine. Also wenn ich die kann, ich will gucken, ob ich die Steine da reinlegen kann. Ich hoffe einfach mal. Ist ja nicht so weit weg. Und diesen besseren Stock können wir kurz anzünden, bis es wieder warm ist. Jawohl. Wir schon wissen, was hinter diesem Ding ist. Wenn ich da keine Steine reinwerfen kann, dann muss ich schauen, was ich dafür benutzen muss, um dieses Ding aufzukriegen. Okay, wir haben auf jeden Fall... Ich wusste gar nicht, dass man so Hunde bauen kann. Also Timmy und so ein Zeug. Okay, wusste ich nicht. Immer noch. Hier, da, ich hab Steine. Draufgelegen, meine ich. Wenn ich wüsste, was dahinter ist. Das macht auf jeden Fall Geräusche. Na ja, gut, akzeptieren wir das, dass man es nicht öffnen kann. Oder wir zumindest nicht. Ich bin irgendwie gehyped. Ich fühle es. Also bevor wir nach Hause gehen, gehen wir jetzt mal zur Yacht. Ja, wir gehen zur Yacht. Und bei der Yacht, da schauen wir erstmal, ob vielleicht die goldene Karte da reinpasst. Da ist ein Flugzeug gelandet mal oder so. Also was heißt gelandet, ne? Das ist abgestürzt. Oh, hier ist die Flare Gun. Stimmt, die kenne ich. Die habe ich auch vermisst. Medizin. Aber cool, wir sind draußen. We are free. Free, free. Wie gehen wir zuerst zur Yacht? Aber Fläger macht auch Feuer, ne? Mega gut.
Sie jetzt gerade mega gut bewaffnet. Ja, das ist ganz auf der anderen Seite. Falls ihr meint, irgendwer auf den Sack zu gehen, wissen wir ja Bescheid, was wir tun. Nee, den wollte ich nicht. Das ging jetzt halt gerade gar nicht klar. Hey Emre! Ob der nicht getroffen hat. Ja, bleib genauso, bleib genauso. Oh ne, bleib nicht so. Lol. Lebt er noch? Wird daraus jetzt auch nur Knochen? Das wäre ja, ja ganz sexy noch. Oder brennt er jetzt nur so aus Spaß? Hallo? Zerfallen Sie bitte. Ich will gucken, ob das funktioniert. Ja, es geht. Oh, jo, jo, das ist ja mega gut. Eieiei, das ist ja mega sick. Ich will jetzt noch oben die Rüstung holen. Dann gehen wir halt woanders hoch. Okay, der Dicke, der kam jetzt ein bisschen unerwartet tatsächlich. Der... Oh, Kroko. So. Rüstung ist das A und O. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter.
Und dann bauen wir uns einen Hund zu Hause, ja? Was ist ein Eichhörnchen? Wir haben bisher noch keine Eichhörnchen gehabt, oder? Also gefangen meine ich. Keine Angst, nur ist hier entdeckt. Das haben wir nicht. Die Eichhörnchen. Ist gut. Hey! Ja, komm. Warum brennen die bitte nicht? Rennst du dabei? Hä? Rennst du hierbei? Jetzt stirb doch mal! Okay, weiter geht's. Wo befinden wir uns denn jetzt? Da, okay. Es regnet. Alter! Mal wieder raus, du Kröte! Wir warten. Das Spiel will mich belohnen, deswegen liegt es hier unterwegs. Ja, du Kröte, komm raus! Keine Angst, alles gut, alles gut. So, wir haben jetzt so einen Panzer, es ist wunderbar. Schade, dass wir uns einmal diesen Panzer hier auf den Rücken legen können, dann sind wir so eine Art Tortox. Wäre doch was Cooles. Ich hoffe, nur unser Haus steht noch. Zumindest steht unser Bett noch, sonst wäre das Symbol ja verschwunden, glaube ich.
wird dunkel. Also ist nicht so toll. Ach guck mal, hier haben wir als erstes ja mal versucht, was zu bauen. Unser verbesserter Stock. Alles gut. Du bist noch genug verbessert. Wärme uns bitte. Mich aussperren. Und wir speichern. Ganz wichtig. Alter Pfeiler. Das war jetzt krass. Und das mit der Yacht schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schüsse 3 in euer Rookie. Bis dann und ciao.